Wenn ich irgendwo geflogen bin, die erste Frage, die mal gestellt wird, wie war der Flug? Der Flug, wenig Schlaf, ziemlich laut, ja, das war es eigentlich schon, die großen Überbegriffe. Doch, hat aber Spaß gemacht. Wir haben alle im Flieger gewesen, nur Sportler, alle haben sich gefreut, dass sie erfolgreich waren oder dass sie auch gute Leistungen gebracht haben. Mal andere Sportler wieder kennengelernt, das war einfach schön. Wie war für dich Olympia, wie war das Erlebnis? Ja, das Erlebnis war natürlich großartig, das hat man ja nur alle 4 Jahre, die Eröffnungsfeier. Im Dorf sind alle mit einem Lächeln rumgelaufen, weil alle wussten, sie haben sich qualifiziert. Es hat nochmal eine ganz besondere Atmosphäre gegeben. Und selbst mit meinem Wettkampf bin ich auch sehr zufrieden, deswegen alles in allem war es super. Mal weg vom Wettkampf, was war für dich das größte Erlebnis? Für mich das größte Erlebnis war, als ich zu den 100 Metern im Finale im Stadion war und auch zu den 400 den Weltrekord mitbekommen habe. Da war eine Atmosphäre, das war schon ziemlich großartig gewesen. Also da ging schon ordentlich laut durch die Halle, ja. Wie war es im Olympischen Dorf? Olympische Dorf war super gewesen. Also klar, man hat im Vorhinein immer gehört, dass das nicht funktioniert und das nicht funktioniert, aber die Leute haben echt probiert, alles schnell zu reparieren. Und wenn man sich darauf eingelassen hat, war das echt super gewesen. Wie geht es für dich weiter? Fällt man jetzt ein Loch, weil das große Ziel oder das große Event Olympia ist jetzt vorbei? Oder hoffentlich kommt bald die nächste Olympische Spiele, sind da noch 4 Jahre? Naja, ich dachte erst, vielleicht kommt man jetzt ein Loch, aber nachdem ich bei der Closing-Zeremonie den Trailer gesehen habe zu Tokio, habe ich mir gedacht, da willst du auf jeden Fall auch wieder hin und bin jetzt wieder höchst motiviert, wieder weiterzumachen. Was machst du heute? Es geht nach Hause, bist wieder auf deutschem Boden. Was hast du denn auch vermisst? Ja, ich werde zu Hause erstmal ein paar Freunde treffen, werde dann auch mal ein Wochenende Urlaub machen, ganz viele Sachen zu erledigen, die ich jetzt in den letzten 6 Wochen nicht machen konnte, weil ich einfach nicht in Deutschland war. Ja, sowas wird mal anfallen, ja. Du hast natürlich auch eine Aufgabe, du musst ja deinen Sport auch ein bisschen nach vorne bringen, weil in Deutschland, weißt du ja, gucken ja alle Fußball, moderner Fünfkampf ist da ja nicht so an Nummer 1 oder 2. Was kann man denn da tun? Naja, ich sag mal, eine Medaille zu holen ist immer ganz gut. Das haben eigentlich immer die Frauen übernommen die letzten Jahre. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Ja, man probiert schon so viel wie möglich irgendwie die Sportart zu verbreiten, mit vielen Leuten zu reden, auch Interviews zu geben und ja, ich probiere das so ein bisschen auf die Schiene zu machen.